Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Excel-Tutorial, liebe Freunde. Und zunächst mal, bevor wir anfangen, möchte ich erstmal ganz herzlich vielen, vielen Dank sagen für alle Leute, die meinen Channel abonniert haben, also meinen YouTube-Kanal abonniert haben. Es freut mich wirklich sehr und auch für die Likes. Das heißt, ich bekomme jetzt sogar ab und zu auch schon mal einen Daumen nach oben von dem einen oder anderen von euch. Und es freut mich natürlich unglaublich. Ja? Also das ist schön, das ist ein schönes Feedback. Und wie gesagt, ich freue mich über die Abonnements, weil dann weiß ich auch, dass diese Videos zumindest dem einen oder anderen weiterhelfen. Und das ist auch ein schönes Gefühl dann natürlich. Gut, was möchte ich heute mit euch machen? Jetzt so zum Start ins Wochenende nochmal eine schöne Excel, ein schönes Excel-Tutorial-Video. Und zwar folgendes. Ich habe hier eine kleine Tabelle gebastelt. Und da habe ich verschiedene Vertriebler hier. Das sind entsprechend Namen. Wieder mal, ich war, ja, ich weiß schon, sehr, sehr, sehr einfallsreich und habe die mal wieder aus verschiedenen Fernsehserien mir zusammenkopiert. Und habe dann entsprechend hier eine Kennzahl, das ist der Umsatz oder die Menge. Und ich habe entsprechend hier meine Monate, Januar bis Dezember entsprechend. Und dann habe ich hier entsprechend Werte aufgeführt. Und diese Werte sind einfach nur irgendwelche Zufallswerte, die ich da eingeschrieben habe auf die Schnelle. Okay? So, besonders ist jetzt folgendes. Jetzt stellt euch mal vor, ihr bekommt irgendwie so eine Tabelle, ja, von irgendeinem Kollegen, von einem Kunden, was auch immer. So, jetzt haben wir hier ja einige Probleme. Zum einen haben wir hier ja schon mal, okay, wir haben in der Spalte Kennzahl, beispielsweise Umsatz und Menge zusammen, okay, und irgendwie vermischt auch, so. Jetzt haben wir hier die Monate in den Spalten. Das ist eine, ja, eine Struktur, die zwar schön fürs menschliche Auge ist, aber um damit zu arbeiten, eher schwierig, ja. Also das ist eine pivotierte Tabelle. Das heißt, wir haben hier entsprechend Spalten, mehrere Spalten, und was wir gerne tun würden, ist, wir würden das ganz gerne entpivotieren, ja. Heißt das. Das heißt, was wir möchten ist, wir möchten letztendlich diese ganzen Spalten, die wir aktuell hier haben, also Januar bis Dezember, die Monate, hätten wir ganz gerne in einer Spalte und alle Werte entsprechend daneben, ja, in der zweiten Spalte. Also das heißt, aus dieser, ja, ich sag mal, sehr, sehr eher kurzen Liste, die sehr, sehr breit ist, hätten wir ganz gerne eine sehr, sehr lange Liste, die sehr, sehr, ja, dünn ist, mehr oder weniger, also nur vier Spalten hat. Das heißt, neben Name, Kennzahl, eben dann noch eine Spalte vom Monat und eine Spalte mit den entsprechenden Werten hier drin. So, ein weiterer Punkt, den wir beachten müssen, ist, wir haben hier entsprechende Nullwerte, ja, das heißt einfach Werte, in denen nichts drin steht. Und die sind auch, ja, eigentlich kreuz und quer durcheinander. Das heißt, es ist nicht einfach so, dass wir jetzt mal die einzeln manuell vielleicht auffüllen, beziehungsweise hier könnten wir es sogar noch tun, aber es ist trotzdem eine ziemliche Arbeit, die wir uns ja gerne ersparen würden, ja. Wir möchten ja möglichst effizient arbeiten, ja, nicht faul sein, aber effizient arbeiten, so. Das heißt, was wir tun können, ist folgendes. Zunächst mal können wir das Ganze, es gibt ja die Transponieren-Funktion in Excel, die kennt ihr auch bestimmt. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, das zu tun, und zwar mit dem Abfrageeditor. Ja? Das ist ein schönes Tool, das auch bei Power BI verfügbar ist und auch eben in Excel vorhanden ist. So, das finden wir unter Daten. Also wenn ihr unter Daten geht, findet ihr das, gibt es Daten abrufen. Je nachdem, wenn ihr eine ältere Excel-Version verwendet, dann könnte das Ganze auch unter dem Namen Power Query Editor auftauchen. Ja? Also das Datenabfragen, dieses Abrufen ist eigentlich erst ab der Excel 2016-Version, ist es, glaube ich, ja? Vorhanden. Ansonsten ist es eben ein Power Query Editor, ja? Also Abfrageeditor. So, was wir tun könnten, ist folgendes. Und zwar, zum einen, ihr habt schon gesehen, ich habe diese Liste als Tabelle formatiert, ja? Also ihr seht, das ist eine Tabelle. Das ist auch notwendig hier dafür, weil ich möchte hier aus einer Tabelle oder Bereich das Ganze machen, ja? Das heißt, was ich tun kann, ist jetzt hier, ich kann einfach reinklicken, habe ich jetzt hier schon getan, in irgendeine Zelle, ist egal welche, und kann dann einfach sagen, aus Tabelle oder Bereich. Und wenn ich das tue, dann wird eine neue Abfrage, also ein neues Fenster wird sich öffnen und meine Abfrage entsprechend hier, wie gesagt, hier im Power Query Editor entsprechend aufgeführt. So, und jetzt sehe ich auch hier entsprechend meine Tabelle, ich sehe den Namen, ich sehe die Kennzahl und ich sehe entsprechend meine Monate. Ich sehe auch den Datentyp dazu, ihr seht hier ABC, ABC, 1, 2, 3 und so weiter. Und ich sehe entsprechend hier meine einzelnen Werte. Und was ich auch sehe, ist entsprechend dieses Null. Ja, dieses Null ist einfach nur ein Feld, das leer ist. Ja? Also Null ist nicht 0 oder sowas, sondern Null ist wirklich ein leerer Wert. Okay. So. Also, was wir jetzt tun können, ist folgendes. Und zwar könnten wir jetzt sagen, würden das ganz gerne entpivotieren. Ja? Oder transponieren, kennt ihr ja sicherlich auch. So, das heißt, wir könnten folgendes tun. Wir könnten entweder diese Spalten einzeln auswählen und dann finden wir unter Transformieren hier oben, gibt es die Möglichkeit, Spalten zu entpivotieren und genauso die Möglichkeit, Spalten zu pivotieren. So, pivotiert ist das Ganze schon. Was wir gerne würden, ist das Ganze entpivotieren. Und jetzt können wir entweder die Spalten auswählen, die wir entpivotieren möchten, oder wir nehmen einfach die beiden Spalten, die wir entsprechend behalten möchten, das heißt nicht entpivotieren und gehen dann einfach hierhin auf diesen Pfeil und sagen dann einfach andere Spalten entpivotieren. Das gibt's auch, ne?
Beide Möglichkeiten. Die können entweder die Spalten, die ich markiert habe, oder eben die anderen Spalten. In dem Fall sind es die anderen Spalten, weil ich möchte ja die Monate entpivotieren. So, also, das heißt, ich gehe da drauf, andere Spalten entpivotieren. Und ihr seht, genau so eine Liste erstellt sich dann. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Namen, meinen Umsatz, also, beziehungsweise meine Kennzahl, Umsatz oder Menge. Das funktioniert auch weiterhin. Aber jetzt habe ich eben hier, was ich vorher als, ja, als Spaltenüberschriften hatte, habe ich jetzt in einer einzigen Spalte. Das ist das Attribut hier. Und ich habe die Werte in einer Spalte. Ja? Und das kann ich auch umbenennen. Also ich könnte jetzt hier sagen, so, das ist mein Monat und das ist entsprechend mein Wert. Ja? Oder das kann ich auch natürlich anders benennen, wie ich es möchte. Einfach einen Doppelklick da drauf und dann könnt ihr das Ganze umbenennen. So, jetzt aber ein wichtiger Hinweis noch, bevor wir letztendlich das Ganze in Excel reinladen, weil die Liste an sich sieht ja schon mal ganz gut aus. Aber ihr erinnert euch ja noch an diese Nullwerte, richtig? Und mal ein Beispiel. Ich habe hier beispielsweise den ich sehr, sehr gerne mag, hier den Tyrion Lannister. Was ich sehen kann bei Tyrion Lannister ist Folgendes. Und zwar, ich sehe Januar, Februar, passt also soweit. Jetzt sehe ich hier aber April. Wo ist denn der März? Ja, das ist jetzt die Frage. Und das Phänomen taucht auch noch bei anderen auf. Und der Grund, warum diese Monate fehlen, sind diese Nullwerte. Das heißt, wenn ich nochmal zurückgehe und ihr seht das hier an meiner Quelle zum Beispiel, ihr müsst nur auf die Quelle klicken, hier habt ihr nämlich die angewendeten Schritte, dann sehen wir hier, dass beispielsweise bei Tyrion Lannister entsprechend der März ein Nullwert ist, ja? Und bei Arya Stark zum Beispiel ist bei der Menge der Januar und der Februar fehlen, richtig? Das heißt, wenn wir hier mal auf entpivotiert, auf den letzten Schritt zurückschauen und mal auf Arya Stark schauen, bei der Menge, so, da ist Sansa Stark, da ist Arya Stark bei der Menge und ihr seht, dass die auch ab März losgeht, ja? Das heißt, da fehlt auch Januar und Februar, so. An sich ist das ja richtig, weil die Werte sind ja vorhin vorhanden. So, was ist aber, wenn ich jetzt, naja, ich hätte schon ganz gerne eine vollständige Liste. Das heißt, wenn entsprechend im Januar vielleicht keine Umsätze oder keine Mengen abgesetzt wurden, dann hätte ich dann ganz gerne eine Null, ja, und nicht einen fehlenden Wert oder eine fehlende Zeile in dem Fall. Was wir tun können, ist Folgendes. Wir können nochmal zu der Quelle zurückgehen und könnten dann sagen, okay, jetzt haben wir hier diese Null-Werte. Und Null ist ja eine fehlende Zeile. Die wird automatisch rausgeworfen bei im Abfrage-Editor. Ja? Aber wenn wir entsprechend diese Werte füllen würden, dann würden sie entsprechend nicht rausfliegen. Ja? Das heißt, alles, was wir tun müssen, ist eigentlich, wir markieren einfach all unsere Spalten, indem wir die Werte ersetzen wollen, und können dann einfach sagen, hier oben, unter Transformieren gibt es das auch wieder, Werte ersetzen. Und wenn ihr da draufklickt, ja, so, Schritt einfügen, ihr werdet gewarnt, weil ihr habt ja danach folgende Schritte, zum Beispiel geänderter Datentyp und die Entpivotierung. Aber das ist in unserem Fall ist es okay. Das heißt, ich klicke auf Einfügen und dann warte ich kurz und hier habt ihr die Möglichkeit, jetzt einen Wert zu suchen in dem markierten Bereich. Und unser Wert ist ja wirklich null. Ja? Also null ist zwar im Wesentlichen nichts, also eine leere Zelle, aber null gibt es ja hier als Bezeichnung dafür. Das heißt, wir können nach null suchen und können null durch entsprechend beispielsweise 0 ersetzen, ja, weil der Umsatz oder die Menge ist ja 0. Wenn wir jetzt auf OK klicken, so, dann seht ihr auch hier, alle Nulls wurden jetzt ersetzt durch Nullwerte. Und wenn wir jetzt mal weiterschauen, gehen wir zu unserem letzten Schritt zurück, entpivotierte andere Spalten, draufklicken. Und wenn wir jetzt mal, schauen wir doch lieber mal wieder zu unserem Tyrion Lannister und da sehen wir jetzt Januar, Februar, März und so weiter und sehen auch hier bei der Menge Januar, Februar, März und so weiter. Das heißt, hier entsprechend bei Tyrion war es ja, wenn ich zurückschaue, hier der März, der gefehlt hat und ihr seht, ihr habt jetzt hier einen Nullwert. Ja? Und das gleiche gilt natürlich, wenn ich jetzt nochmal schaue zu unserer Arya Stark, weil da hatten wir auch das Beispiel bei der Menge, wo wir Januar und Februar Leerwerte hatten, hatten wir jetzt auch diese Null drin. Ja? Das heißt, jetzt haben wir entsprechend für jeden unser Schauspieler hier in dem Fall, für jede Kennzahl, haben wir jeden Monat vorhanden. Und wenn entsprechend der Wert halt 0 war oder null gefehlt hat, dann ist es jetzt 0. Ja? Und alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist im Wesentlichen hier das vielleicht benennen. Das ist der Monat. Ja, Monat, richtig schreiben sollte man können. So, der Wert ist für mich okay. Ich habe jetzt keine bessere Bezeichnung dafür. Und alles, was ich jetzt noch tue, ist, ich gehe auf Home und kann dann auf Schließen und Laden gehen hier. So, Schließen und Laden. Und jetzt muss ich eigentlich nur kurz warten. So. Und wenn ich das ganz gerne, ja, hier erzähle ich es euch schon, ja. Dauert kurz und ein neues Tabellenblatt wurde erstellt. Und jetzt habe ich hier, ich zoome mal rein, entsprechend hier meinen Namen, meine Kennzahl, meinen Monat und meinen Wert. Entsprechend mit den Nullwerten hier auch mit drin, ja, die vorher gefehlt haben. Und habe das jetzt gern als sogenannten Flat Table, also als flache Tabelle hier. Und die kann dann oftmals besser verarbeitet werden, auch in den nächsten Schritten, je nachdem, was man damit tut. Okay? Aber nochmal zurück, das war unsere Ausgangsbasis hier. Wir hatten diese pivotierte Tabelle mit fehlenden Werten. Und was wir dann getan haben, ich schließe das Ganze mal hier, entsprechend war das Ganze in den Abfrageeditor reinzuladen.
und haben dann entsprechend diese leeren Zellen ersetzt durch Nullwerte und haben das Ganze entpivotiert und haben dann am Schluss so ein Ergebnis rausbekommen. Ja? Also eine vollständige, flach geklopfte Tabelle. So, das war's auch für das Video und das war's auch als letztes Excel-Video für das Wochenende. Und ich, wie gesagt, jetzt sage ich nur noch abschließend, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, erholt euch gut von der Woche und wie gesagt, nochmal vielen Dank für das Abonnieren meines Channels, weil das ist natürlich auch eine Motivation für mich selbst weiterzumachen und auch für die Daumen nach oben, weil das freut mich immer wirklich sehr. Okay? Falls ihr Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge habt, dürft ihr die natürlich auch gerne schreiben. Die nehme ich dann auf und versuche das Ganze natürlich auch dann in den Videos auch weiterhin zu verarbeiten. Ansonsten, ja, das war's, bleibt mir treu und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.